Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Format Erfahrungen in der Alternativmedizin. Heute haben wir das Thema festsitzende chronische Schmerzen, also Schmerzen, die man einfach nicht wegbekommt. Herzlich willkommen, Robert Kaczynski, mein Moderator. Ich freue mich, dass du da bist. Grüß dich, Daniel. Ich freue mich auch, dass du da bist. Zum Neujahr bist du mit neuen Themen unterwegs. Genau. Leider auch wieder Themen mit Schmerzen, wie ich feststellen muss. Ja. Chronisch festsitzende Schmerzen. Das heißt für mich, das sind Schmerzen, die schon auf über ziemlich langen Zeitraum da sind. Und genau. Die mit Schmerzmitteln nicht behandelbar sind. Oder kann man sie höchstens, sagen wir mal, reduzieren? Die Schmerzmittel wirken natürlich, je nachdem, wie stark der Schmerz ist, und reduzieren den Schmerz. Es geht hier in der Sendung primär darum, dass man die Ursache ein bisschen versteht und die Zusammenhänge und von allen vielen Möglichkeiten, die natürlich möglich sind, um chronische Schmerzen zu haben, habe ich hier ein Thema genommen, das klassisch ist. Da geht es eigentlich um den Stress. Das heißt, den Zusammenhang zu verstehen zwischen Stress und Schmerzen. Das ist das Wichtigste. Also der Stress stresst, wie man so sagt, die Nerven. Ist klar, weil der Stress ist zuerst im Hirn und dann über die ganzen Nerven verteilt sich der im Körper. Und das ist meistens ein oxidativer Stress. Das heißt, wir überoxidieren, wir verbrauchen zu viel Energie. Und durch die Oxidation und die stetige Oxidation entzünden sich die Nerven. Das heißt, wir haben wirklich Entzündungen in den Nerven. Wenn das noch schlimmer wird, haben wir nicht einen oxidativen Stress, sondern einen nitrosativen Stress. Den lassen wir jetzt auf der Seite, weil das ist eher seltener. Den oxidativen haben praktisch alle, die Stress haben. Die Frage ist nur, wie kann sich der Körper erholen von dem Stress und wie stark werden die Nerven entzündet? Also deiner Erfahrung nach ist vor allem der Stress, der auf uns einwirkt, ich vermute jetzt mal, das ist so das private Umfeld, beruflich, familiär, der über längere Zeit auf einen einwirkt, das ist dann also der festsitzende chronische Schmerz, den du als oxidativer Stress bezeichnen, das ist ja dann mehr oder weniger die Folge. Mal längeren Zeit noch. Genau, also ich möchte mich da jetzt, es hat ja noch viele Komponenten, die jetzt das begünstigen. Das ist klar, ein Lieblingsthema ist die Belastung, die chemische Belastung, die Schwermetallbelastung, alle diese Sachen, die die Nerven natürlich auch stoffwechseltechnisch stark belasten, die sind jetzt, lassen wir alle mal auf die Seite. Wir wollen mal jetzt nur den mentalen Stress anschauen. Was passiert mit dem? In der heutigen Zeit haben wir ja auch mit der ganzen, sagen wir, sozialen Umgebung immer mehr Stress zwischenmenschlich. Wir haben immer mehr Stress in der Arbeit. Wir haben immer mehr Stress natürlich mit 3G, 4G, 5G und mit Elektrosmog. Alle diese Sachen stressen direkt die Nerven. Und jeder Mensch ist unterschiedlich, aber bei chronisch festsitzenden Schmerzen haben wir immer Entzündungen in den Nerven. Das muss so sein. Und diese Nervenentzündung geht dann weiter mit der Zeit und je nachdem, wo die Organschwäche ist, wird dann dieses Organ dann durch den stetigen Stress und die stetige nervliche Belastung, also viele haben es dann im Darm, andere haben Darm und Leber, andere haben dann das Bindegewebe mit den Schmerzen. Aber alle haben das Problem, dass dann ein Organ, und zwar das schwächste Organ, dann auch anfängt, durch den konstanten Entzündung über das Nervensystem den Stress übertragen und damit Schmerzen zu machen. Also Schmerzen kann jetzt auch sein, chronische Blähungen, die über die Nervensystem kommen, aber es kann natürlich im Bindegewebe die klassischen Schmerzen, die wir kennen, aus den Muskeln, Faszien etc. Wie stellst du das in deiner Praxis fest, wo jetzt quasi die meisten Probleme im Körper sind, die man angehen müsste, um den Schmerz zu reduzieren? Ich gehe komplett anders an die Sache ran, weil ich weiß, dass wir ja mit dem Hirn, also mit unseren Gedanken, können wir bis auf 100 Hertz hochgehen. Das heißt, unser Nervensystem kann bis auf die Frequenz des Herzens hochgehen. Was natürlich nicht gesund ist. Das heißt,
Wir sind in der Lage, durch Adrenalin und Noradrenalin, aber primär durch Adrenalin, sind wir in der Lage, über einen Gedanken sofort den ganzen Körper hochzufahren und natürlich in einer hohen Rhythmik durch den Tag zu gehen. Für gewisse Menschen ist das, solange der Körper gesund ist, eine tolle Sache, weil man fühlt sich stark, man fühlt sich dynamisch, besonders die Jungen, die finden das toll, ist klar. Aber mit der Zeit ist das natürlich eine massive Belastung für das ganze Gewebe und für die Nerven selbst. Und mit der Zeit ist es so, dass natürlich dann die Leistungsfähigkeit dieser einzelnen Zellen oder dieser einzelnen Systeme immer stärker runterfährt und dann eben die Probleme macht, die chronisch werden können. Das heißt, wir haben eine Schwingung, die wir messen kinesiologisch. Das heißt, wenn ich mit chronischen Schmerzen zu tun habe, ist meine erste Frage, wie schwingt diese Person? Ich kann das kinesiologisch testen, auch über Surrogat, das heißt egal, über Foto, wenn er nicht da ist, kann ich testen, wie schwingt er am Tag? Schwingt er beispielsweise zwischen 10 und 20 Hertz? Ist das völlig normal? Das heißt, das ist eine normale Aktivität im Sympathikus. Im Parasympathikus müssten wir unter 8 Hertz kommen, im Sympathikus zwischen 8 und 20 Hertz sein. Und dann, wenn wir eine Stresssituation haben, raufgehen und wieder runter auf 20. Und jetzt haben wir natürlich die Problematik, dass viele Menschen bei 30 Hertz oder sogar bei 40 Hertz konstant stehen bleiben und nicht mehr runtergehen. Das heißt, wir haben dann, wenn ich die kinesiologische Frage stelle, dann haben sie 40 Hertz, dann wissen wir, bei 40 Hertz, da haben wir chronische Entzündung im ganzen Körper. Das kann nicht anders sein, weil ja keine Regeneration mehr stattfindet. Das heißt, er kann nicht mehr in der Nacht unter 10 Hertz runtergehen. Das heißt, er ist konstant zu hoch schwingen. Jetzt muss man das auch verstehen zwischen Elektronen, die sind die Gedanken. Elektronen werden, also Gedanken werden über Elektronen im ganzen Nervensystem übertragen. Und mit der Zeit gehen dann natürlich die Protonen und Neuronen gehen auch in Resonanz mit den Elektronen. Das heißt, von Massenverhältnis haben wir 99,999% haben wir Masse bei den Neutronen und 0,0001 haben wir Masse bei den Elektronen. Das heißt, die Elektronen bringen die Information und bewegen die Masse. Und wenn die Masse nicht mehr geregelt werden kann, dann bleibt die Masse in einer hohen Frequenz und kommt nicht mehr runter. Und das ist das Problem, wenn man in der Nacht nicht mehr runterkommt. Wir haben zum Beispiel praktisch bei 90% der 60-Jährigen kommen nicht mehr unter 4 Hertz. Und 4 Hertz und runter, also bei 3 Hertz bis 1 Hertz, sind die REM-Phasen. Das heißt, diese Menschen haben schon gar keine richtige REM-Tiefphase mehr. Und wenn man zwischen 4 und 8 Hertz schläft, ist das immer noch in Ordnung. Das ist alles okay. Aber ich habe sehr viele Klienten, die schlafen durchschnittlich bei 12, 13, 14 Hertz. Wie soll da eine Heilung kommen? Wir sind dann immer noch im sympathischen Bereich und brauchten den parasympathischen Bereich, um eine Erholung zu machen. Das heißt, der ganze Körper, die ganze Rhythmik, Biorhythmik ist total durcheinander. Das heißt, der Biorhythmus stimmt nicht mehr. Das heißt, wir sind immer zu hoch. Wir gehen vielleicht auf 12, 13 Hertz, gehen wir runter in der Nacht und auf 40 am Tag. Und da ist natürlich keine Heilung mehr da. Wie sollen da das Nervensystem, wie sollen dann die Muskeln, wie sollen dann die Bänder und all das in Regeneration gehen, wenn sie a. konstant entzündet sind und zweitens nicht mehr in die Ruhe kommen? Das müsste aber man auch schulmedizinisch messen können, ne? Wenn du nicht in den Parasympathikus runterfährst im Schlaf, was ja das Ziel und das Normale wäre, weil ja genau in dem Modus du ja regenerieren kannst. Genau. Und die Kopffrequenz fällt dann ja auch runter. Ich stelle mir das halt so vor, manchmal hat man ja auch schlaflose Nächte, dann, wie gesagt, wenn du in hohen Frequenzen bist, dann fängt wieder der Verstand an zu denken. Ne? Genau. Man ist nicht in den Traum, vor allem nicht in den tiefen Schlaf, in den Tiefraum, man ist halt eben in den anderen. Ne? Das Problem ist ja, und da sprichst du mir aus dem Herzen, dass wenn du in ein Schlaflabor gehst, testet man ja die Elektronen. Das heißt, man testet dann, ob die Elektronen runtergehen. Aber die Protonen können immer noch hochschwingen. Das heißt, klar gleicht sich das aus, aber trotzdem müssen wir uns bewusst sein, dass dann die Protonen das Problem sind, weil die Masse
zu lang nachschwingt, einer zu hohen Schwingung. Und wenn du ins Schlaflabor gehst, wissen die dann, okay, wir haben keine Tiefschlafphasen mehr. Man könnte ja dann die Alpha und Beta und Delta-Wellen messen und die Tiefschlafphasen messen. Aber das heißt dann nur, dass die Gedanken und die Elektronen runtergehen. Und bei den meisten ist das ja nicht der Fall. Aber wir müssen immer an die Protonen denken. Und das ist das, was wir nicht tun. Die Protonen schwingen immer noch hoch. Die Masse müssen wir runterbringen. Und das ist das große Problem. Also wir haben ja Beispiel ADHS ist ein gutes Beispiel. Diese Menschen, die haben alle 30 Hertz und mehr. Das heißt, sie kommen gar nicht mehr runter. Das heißt, sie sind immer aktiv. Und die müssen ja dann sich körperlich betätigen, um runterzukommen. Und genau das ist das. Sie müssen körperlich etwas tun, damit sie ihren Adrenalin verbrauchen, aber auch damit diese körperliche Aktivität den Körper zwingt, runterzugehen durch die Müdigkeit der Muskeln, oder? Und das ist das, was natürlich diesen Menschen hilft. Und das, wenn wir das nicht machen können, also wenn wir nicht Sport machen, wenn wir keine Zeit haben für das, arbeiten wir dann mit der Viole-Tesla-Platte. Das heißt, da muss man jeden Tag 5 Minuten draufstehen am Morgen, 5 Minuten am Abend. Und du bist nach 30 Sekunden schon unten, ne? Und du bleibst dann unten für lange Zeit, weil der Körper, die ganze Masse, wird auf die Schumann-Frequenz von 8 Hertz runtergebracht. Das heißt, selbst wenn du mit 40 Hertz daherkommst, bist du nach 5 Minuten unter 10 Hertz mit ziemlicher Sicherheit bei praktisch allen Menschen. Die Viole Tesla ist ja so eine Platte, wo man draufsteht. Man könnte auch liegen, aber auf jeden Fall ist das so eine Rüttelplatte. Also Rüttel ist gefährlich, es dreht. Ganz gefährlich. Leichte Vibration, sagen wir es mal so. Also ja, es dreht, ja. Aber jetzt mal als Beispiel zu deinen Klienten, die ja mit diesen chronischen Schmerzen kommen und sich ja alle auf diese Viole-Tesla-Platte legen, hinsetzen oder stehen, je nachdem, was möglich ist. Gibt es denn auch einen sofortigen Effekt oder kommt der erst nach langer Sicht, dieser positive Effekt, dass die Schmerzen reduziert werden? Also, es ist so, dass mit der Viole Tesla kannst du die Schmerzen nicht reduzieren. Es ist so, wie du weißt, die Entzündungen müssen ja auch noch behandelt werden. Die Viole Tesla-Platte beruhigt eigentlich das ganze System. Du kannst dann einfacher schlafen, du kannst dich einfacher erholen. Also im Prinzip ist die Viole Tesla-Platte ein Ersatz für die, die keine Zeit haben, Sport zu machen. Also in diesem Zusammenhang müsste man ja bei Leuten, die hochschwingend sind, die müssten ja Krafttraining machen, sich ausgeben, dass ihr Adrenalin verbrannt wird, dass ihr Noradrenalin runtergeht, dass sie eine Erholungsphase, der Körper verlangt dann eine Erholungsphase. Und mit der Tesla-Platte kannst du in 5 Minuten das machen. Also das heißt, es ist hocheffizient, aber es ist natürlich für Leute, die kein Geld haben, ist es natürlich sinnvoller, Sport zu machen, aber man muss dann mehr Zeit haben. Es ist nicht so, dass das die Lösung ist, um die Schmerzen rauszubringen, sondern es ist wichtig zu verstehen, dass das ohne dass man da runtergeht, muss man Medikamente schlucken, die das runterfahren. Und da wird man von den Medikamenten süchtig. Also das heißt, die Medikamente, die bremsen dann das Noradrenalin, oder? Die bremsen dann das Nervensystem, das runtergeht und dann kannst du besser schlafen. Nur wirst du süchtig von den Produkten. Und immer mehr Psychopharmaka wird den Klienten verschrieben, statt dass sie Sport machen oder dass sie eine Viole Tesla-Platte machen. Das heißt, es geht darum, das Verständnis den Klienten mitzubringen, das einfach die Nerven runterzubringen und die Nerven zu beruhigen, nicht der richtige Weg ist. Man kann ja auch hingehen und hochdosiert Melatonin nehmen, oder? Das ist eigentlich das Gleiche, oder? Fährt den Körper runter, man muss dann sehr, sehr hoch dosieren, was ja in Europa nicht erlaubt ist, dass überhaupt etwas passiert. Aber es ist nicht die Art und Weise, die Ursache zu therapieren. Wir tun natürlich dann, ist klar, wenn wir Schmerzpatienten haben, tun wir selbstverständlich dann die Entzündung in den Nerven, die Entzündung im Bindegewebe. Da muss man alles kinesiologisch testen, also mit einem Portrait,
damit ich herausfinden kann, was die richtige Lösung, individuelle Lösung für jeden Einzelnen ist. Nach meinem Verständnis ist die Viola Tessa aber auch eine Ergänzung. Ne? Absolut. Du nimmst das ja quasi, wie gesagt, um die Frequenz runterzufahren und vielleicht weniger von diesen Tabletten einzunehmen, von diesen Psychopharmaka. Absolut. Aber du musst aber auch anders, das heißt mit anderen Mitteln, mit anderen Therapien das unterstützen, dass die Entzündungen weggehen. Ne? Hier geht es nur einmal um das Bewusstsein für den Klienten, den Zusammenhang zwischen Stress und Schmerzen zu verstehen, dass das Nervensystem konstant entzündet ist und dass das natürlich das ganze System hochschwingen lässt und dass das runterzufahren eine große Aufgabe ist und dass es da mehrere Möglichkeiten gibt. Das Einfachste ist Sport. Vielen Dank, Daniel. Bis zum nächsten Mal. Auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlichen Dank. In diesem Sinne freue ich mich, Sie vielleicht das nächste Mal wiederzusehen. Besten Dank und tschüss.